Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Grauer Wolf. In diesem Video wollte ich dem einen oder anderen zeigen, wie ihr ziemlich leicht ziemlich viel Geld machen könnt. Was wir dazu benötigen, ist die Angel und Köder. Und ja, ich würde sagen, wir reiten zum Ködergeschäft und dann wie immer nach dem Intro geht's auch schon los. So, ich bin mittlerweile am Ködergeschäft angekommen. Hier in Lagos. Hier unten auf jeden Fall ist das Ködergeschäft. Das ist Schnellreise Lagras. So. Und zwar die Frau, hier kaufen wir ein paar Köder. Natürlich Flusskrebse, lebendige Grillen, bla bla bla. Und wenn ihr schon kaufen könnt, dann am besten Seeköder. Kaufen ein paar und Flussköder. Damit könnt ihr die großen Fische fangen. Genau, und dann hat die Dame hier noch einen Spezial-Seeköder, Spezial-Flussköder, sind die noch besser wie normal. Und einen Spezial-Spinner. Das erhöht uns die Wahrscheinlichkeit, den kaufe ich jetzt, den habe ich noch nie ausprobiert, aber ich kaufe den einfach mal, probieren wir mal aus. So, jetzt gehen wir nach Blackwater, weil da ist die optimale Stelle, um ja, schnell Geld zu verdienen. So, wir nehmen die Schnellreise, wir wollen jetzt ja nicht das Video ziemlich lange in Länge ziehen. Und deswegen würde ich sagen, wir tun die Schnellreise benutzen. So, hier geht natürlich wieder Schießerei, wie immer, wenn die Toten eben spielen müssen. So, hier unten seht ihr, wir haben jetzt hier unseren Metzger. Da können wir dann verkaufen gleich. Und ich glaube, der eine oder andere weiß schon, wo es drauf hingeht. Boah, kann ich nicht den Schlachter anwählen oder was? Was ist denn los? Nein, ich darf ihn nicht anwählen. Naja, okay, gut. Ist auch nicht so wild. Auf jeden Fall gehen wir jetzt quasi vom Schlachter ein bisschen weg hier in diese kleine Bucht. Das ist nicht weit. Wir können unser Pferd rufen. Wenn es kommen würde. Auch nicht da. Jetzt komm her, da kommt der Gaul. So. Dann gehen wir hier hin. Jetzt packen wir hier die Angel aus. Und wir sehen, es ist ein See. Das heißt, wir nehmen unseren Köder. Den Seeköder, den Spezialseeköder. Unser Spinner habe ich noch nie ausprobiert. Okay, der kann überall alle Fische fangen, cool. So, aber wir wollen auch die großen Fische fangen, weil die großen, so ein großer hier, der hier ist, bringt 7 Dollar noch was ein. Und ja, genau. Dann sage ich mal, wenn wir hier ein bisschen angeln. Normalerweise beißt hier eigentlich relativ schnell, da ist schon einer, ein großer Fisch an. Meistens sind 2 bis 3 Fische, die hier anbeißen, die großen. Holen wir jetzt schnell rein. Und genau, dann zeige ich euch gleich, warum hier die optimale Stelle ist, auch ziemlich schnell Geld zu verdienen. Ja, okay, das ist ein kleines Winzling. Ich will dann hier einen großen haben, nicht so einen kleinen. Aber okay. Klein, wie man es auch misst, also sieht hier vorne hier die Stelle optimal und gerade von den großen Fischen könnt ihr ja nur 1 bis 2 transportieren. Und genau deswegen eignet sich diese Stelle hier unten so krass zum Angeln. Weil wir danach gleich, wenn wir die großen Fische angebissen haben, relativ schnell und relativ viele Fische auf einmal holen können. Wo wir dann sagen können, wir verkaufen sie. Also hier unten normalerweise geht es eigentlich immer relativ fix, dass ein großer Fisch anbeißt. Aber wenn man Glück jetzt hat beim Video und doch da ist doch alles. Ich sag doch gerade, man ist relativ schnell, aber weil man Glück hat im Video. Wahrscheinlich nicht, aber kommt ja schon, es ist ein großer Hecht oder Hecht, was ist denn das? Wie heißt denn der Fisch? Ach, keine Ahnung. Ist ein bisschen schwer, also Angeln generell ist schwer, kann ich auch mal ein extra Video drüber machen, wie man diese großen Viecher
an Land bringt. Das Schöne ist halt an den Spezialködern oder an Seeködern, dass ihr die nur verliert, wenn ihr den Fisch, wenn der Fisch jetzt die Leine durchreißen würde hier, dann ist mein Köder weg. Und wenn nicht, dann können wir den Köder eigentlich so oft wieder verwenden, bis der Fisch mit dem Köder abhaut. So, das ist jetzt ein bisschen doof natürlich, weil so nah am Ziel und dann haut er noch ab. Leider. So. Also ihr seht es jetzt. Hab meinen ersten großen Fisch hier unten. Die beißen ja eigentlich, wie gesagt, relativ fix an die Fische. Und ja genau, das ist deswegen die optimale Stelle unten in Blackwater. Mein Schlachter, ich zeige euch gerne mal die Stelle, wo genau. Ihr seht ein Seestern mit 3 Sternen. Hauen wir auf das Pferd drauf. Damit ihr es dann klauen kann. Die Stelle ist, damit sie auch sieht wo. Ist genau hier unten die Stelle in Blackwater. Und da ist der Schlachter, das ist echt. Wenn hier nicht die beiden Idioten gerade hier rumlaufen würden, könnten wir die Fische auf den Boden legen, raufhauen und dann geht es eigentlich rund. Genau, ihr seht die Kleinfische, beißen die ständig an die Kleinfische, auch ohne irgendwelche Spezialköder, auch mit Brotköder. Die beißen hier wirklich im Sekundentakt an. Also das ist... Kann ich euch nur einfach nur empfehlen, dass ihr hier unten angelt. Damit verdient ihr echt in einer Stunde mindestens 100 bis 200 Dollar Minimum. Also auch nur die Kleinfische, natürlich gar die großen. Die bringen euch auf einmal mehr, aber wenn ihr zum Beispiel sagt, nein, ich habe nicht viel Geld gerade für die großen Köder, dann ich will mal Köters haben. Für die großen Köder, dann da ist wieder ein großer Sitz hier. Das meine ich. Es geht hier eigentlich relativ fix. Und mit dem Verkauf ist sie auch echt unproblematisch, weil ich könnte die auch 2 oder 3 den kleinen Weg nehmen. Und ja genau, sie könnt ihr in einer Stunde, in einer echten Stunde. Was bleibt denn mein Hund? So könnt ihr in einer Stunde eigentlich relativ viel Geld schnell machen. Und genau. Das ist eigentlich mehr oder weniger perfekt hier zu angeln. Aber mal schauen, ob ich den bekommen. Und Fisch. Und genau. Ey Hund, der bellt, jetzt drehe ich durch und passiert eigentlich viel. So, dann würde ich. Jetzt haben wir wieder so einen großen Fisch. Seht ihr, das meine ich mit den hier unten die Stelle ist wirklich zum Geld verdienen. Einfach mega optimal. Natürlich kann man jetzt hier unten ein paar Idioten rumrennen. Und hier schießen, ich würde den jetzt aufs Pferd legen. Problem ist einfach nur, wenn die das jetzt sehen, dass wir da unseren Fisch hinschmeißen, werden die noch kommen und werden den auch noch klauen. Deswegen verkaufe ich jetzt die Fische. Normalerweise würde ich jetzt die nächsten großen angeln, so kleine angeln, aber ich verkaufe jetzt, hier steht 14,50 $ in was für eine Zeit? In einer Minute vielleicht. Okay. Also was wir für die Köder bezahlt haben, kannst du nicht Köder sagen, weil wir die Köder bezahlt haben, ja, haben wir eigentlich relativ fix wieder draußen. Dann nehmen wir die Angel, wie gesagt, Spezialseeköder. Da suchen wir nochmal, ob noch ein großer anbeißt. Erfahrungswert eher jetzt weniger, das dauert wieder länger. Aber ich meine, wenn ihr euch jetzt hier 20 kleine Fische angelt, ich meine, ihr könnt hier von jedem 10 Fische mit nur was. Also wenn ihr einfach nur ein bisschen angelt mit den Köder, dann mal schauen, ob irgendwann großer ist. Nein. Nicht so aus. Naja, okay, ich setze mal kurz zurück, weil ich will euch zeigen, was noch meine. Wir können jetzt hier auch mit dem Brotköder angeln oder wie ich gerade gesehen habe, wie ich gesehen habe, Spezialspinner. Und damit können alle größeren Fische anlocken. Wir können auch mit Brotköder hier unten angeln und. Ja, eigentlich können wir angeln, verkaufen, ohne einen weiten Weg. Einzigste Voraussetzung, die wir hier haben, ist halt echt nur, ja, ist halt einfach echt nur die Köder zu kaufen und die Angel zu haben. Ansonsten, ja, das seht ihr, können wir hier unten eigentlich Fisch fangen und verkaufen. Die hier auch diese Rothechte, Lachse, ach keine Ahnung, die heißen, die kleinen anderen Rotlinge, ich weiß nicht, wie die heißen.
Die gibt es auch, also ihr könnt jetzt hier auch mit einem normalen Brotköder angeln, damit ihr auch mal seht, dass ihr relativ viel Geld relativ einfach hier unten verdienen könnt. So, ich tue mal den kurz ins Wasser halten. Und ja, jetzt ich angel. Wieder seht ihr, da ist einer dran. Ich habe das nicht lange gedauert. Und die kleinen Fische, ganz ehrlich, da müsst ihr nicht irgendwie warten mit dem einzigen, bis der Fisch müde wird. Das Blödsinn. Bei den großen, ja, bei den kleinen geht einfach durch. So, dann würde ich sagen, anhaken, Dreieck, der Brotköder ist auch richtig cool, weil beim Brotköder verbraucht ihr ja ebenfalls eigentlich kein Köder, sondern ja, ihr verbraucht, also ihr habt unendlich von diesem Brotköder. Das ist halt auch unendlich cool, muss ich ehrlich so sagen, wie es ist. Das ist einfach mega. Und ja, so könnt ihr, ihr seht hier unten die Stelle in Blackwater. Ich kann es euch nur am Zeitherz legen. Ich bin jetzt im passiven Modus, weil ich eben nicht von irgendwelchen, sorry, wenn ich sage, GTA-Kindern dauernd erschossen werde. Ich will hier unten spielen, ich will Geld verdienen und nicht mich irgendwie eine Süßerei liefern. Deswegen bin ich meistens im Passivmodus unterwegs. Ihr seht mein Name an der Seite, Sidohund. Also ihr könnt mich auch gerne adden, wenn ihr wollt. Und ja. Meistens bin ich hier unten zu finden, wenn ich Geld brauche. Wenn nicht, dann bin ich nicht hier unten zu finden. Und ja, Leute, ich würde sagen, ich angel noch ein bisschen. Ihr seht jetzt, wo genau die Stelle ist, wo ihr wirklich viel Geld machen könnt. Also ihr müsst zuerst ein bisschen Ködergeschäft hier hinten. Muss ich selber suchen, Digga. Ach, ihr wisst schon wo. Hier in Lagras, hier unten Ködergeschäft. Ihr könnt auch die Köder, die normal zumindest, vor Ort kaufen, also quasi hier im Gemischwarenladen könnt ihr auch Angelköder kaufen, welche genau weiß ich nicht, aber genau, auf jeden Fall könnt ihr da auch die Köder kaufen und so eigentlich in einer Stunde echt 100 bis zu 100 Dollar machen. Kleiner Tipp von mir, versucht nicht nur um die großen Fische zu angeln, angelt mal wieder ein bisschen kleine Fische, dann wieder ein, zwei große, wieder ein paar kleine Fische. Am meisten Spaß macht es natürlich, wenn ihr mit Freunden hier steht, in einer Party miteinander redet und einfach nur ein bisschen den Controller dreht und ja, ein bisschen angelt. Also ihr seht, das geht hier eigentlich echt ruckzuck. Es geht natürlich wieder, da ist wie ein großer Fisch, seht ihr da unten. Den holen wir noch gleich, doch genau so wie gesucht. Ihr seht, die kleinen gibt es hier auch. Und da unten sieht er, ist ein großer Fisch, doch steckt mal ein, das ist ein Fisch. Ein Rotflossenhecht. So, und ihr habt gesehen, da war gerade ein großer Fisch da unten. Ihr seht ihn, da ist er. Zwei, sogar wieder zwei große Fische. Genau das meinte ich. Da wissen wir allen, speziell Seeköder, dass wir die auch bekommen. Ihr seht, zwei große Fische wieder. Einer hat, beide haben 14 noch was gebracht. Ja, also ihr seht, das ist nicht nur irgendwie bla 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 bla, was ich hier mache, sondern, ja, wenn man Angesicht rausschmeißen würde. Also ihr seht, das ist nicht nur ein bisschen bla bla bla, das ist hier wirklich eine optimale Stelle. Ihr seht da unten gleich wieder anbeißen. Normalerweise eine Erfahrung, wird der gleich vorbeischwimmen und dann wird es bei mir Fisch anhaken leuchten. Aber probieren wir unser Glück. Ja, jetzt noch 3, 2, 1, jetzt. Zack, wir haben ihn. Wir werden ihn ein bisschen müde machen, ein bisschen die Angel hin und her bewegen. Und gerade wenn das so nah ist, das ist eigentlich optimal. Ihr seht, mit so einem Fisch bekommt ihr 7 Dollar noch was. Zwei von denen bekommt ihr auf jeden Fall, wenn nicht sogar mehr. Und ich ziehe es jetzt durch. So. Also ihr seht hier unten die Stelle, ihr bekommt damit so viel Geld legal. Ihr müsst keine Angst vor Bann haben, vor Glitch haben. Weil es ist einfach ehrlich legal, das ist nicht irgendwie, ja, ich will nicht sagen illegale Handlung von Dingen, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ihr müsst euch echt keine Angst haben, dass ihr unten irgendwie einen Bann von Rockstar bekommt, weil ihr eben irgendwie Blödsinn gemacht habt, keine Ahnung. So, wir gehen dann hier hin, verkaufen noch und dann würde ich auch sagen, beenden wir dieses Video.
Also sieht, das sind 3 Dollar, davon 10 Füße sind 10 Dollar, plus dann nochmal 10 Füße für nochmal 1 Dollar sind wieder, also das sind hier unten macht ihr dann zu ungefähr 40, 50 Dollar mal ganz schnell, plus die 7 ist nur 20 pro Fisch für die Großen. Und ja Leute, das würde ich sagen, ich empfehle es einfach jedem, dass ihr hier unten angelt, wenn ihr Geld braucht. Es geht ratzfatz und damit bin ich raus. Lasst mir wie immer, wenn es euch gefallen hat, ein Abo da, einen Daumen nach oben. Ich würde mich freuen und vielen Dank fürs Ansehen. Bis zum nächsten Mal, euer Grauer Wolf. Where did you-